Wenn ein geliebter Schauspieler stirbt, trauern Millionen von Fans auf ihre eigene Art und Weise. Aber für ihre Co-Stars ist es tragisch, ohne die Person zur Arbeit zu erscheinen, an deren Seite man jahrelang gespielt hat. Er wurde bekannt als Finn in der musikalischen Sitcom Glee, aber 2013 verstarb Cory Monteith, nachdem er seit seiner Jugend mit der Sucht gekämpft hatte. Die gesamte Besetzung hatte mit dem Verlust zu kämpfen, insbesondere sein Co-Star Lea Michele, mit der er zum Zeitpunkt seines Todes zusammen war. Michele sagte, dass es letztendlich schmerzhafter war, nicht zu drehen, als wieder vor die Kamera zu treten. Sie wollte wieder von der Glee-Besetzung umgeben sein. Schließlich betrachtete sie und Monteith sowohl den Rest der Besetzung als auch die Crew als Familie. Außerdem sagte sie, dass Monteith nicht gewollt hätte, dass sie ihre Leidenschaft aufgibt. Michele erklärte bei der Ellen DeGeneres Show am Ende des Jahres, es gibt eine Bestärkung, die mit Trauer einhergeht. Irgendwann findet man sie. Es ist sehr schwer, aber man wird sie finden. Und ich denke, an einem bestimmten Punkt kann man sich entscheiden, ob man daran zerbricht oder sich wieder aufrichtet. Und das ist es, was ich versuche, mein Bestes für ihn zu tun, denn ich weiß, dass es das ist, was er gewollt hätte. Michele trägt Monteiths Erinnerung stets in sich. Vor kurzem hat sie sich eine neue Tätowierung mit der Aufschrift Finn stechen lassen und ehrt ihn jedes Jahr mit Hilfe von Beiträgen. Jahrelang spielte Bob Einstein Marty Funkhauser in der Dauerbrenner-Comedy-Serie Lass es Larry von HBO, wobei er Larry David bei unzähligen Ausrutschern erwischte. Im Januar 2019 verstarb Einstein traurigerweise nach einem Kampf gegen den Krebs. Der Tod von Einstein schockierte und betrübte die Schauspieler. David sagte, ich habe noch nie einen Schauspieler gesehen, der eine Rolle so genossen hat wie Bob Marty Funkhauser. Es war eine erstaunliche, unvergessliche Erfahrung, ihn kennenzulernen und mit ihm zu arbeiten. Es gab niemanden wie ihn, wie er uns immer wieder erzählt. Die Fans werden zweifellos seine kultige, kiesige Stimme und den Humor vermissen, den er in die Show einbrachte. Trotz der Tragödie sagte Jeff Garlin gegenüber The Daily Beast, dass sie den Tod Einsteins während der 10. Staffel der Show nicht zur Sprache bringen werden, weil es bei Lass es Larry keine Melancholie gebe. Im Grunde haben sie nicht vor, die Figur zu töten, aber es besteht eine gute Chance, dass sie ihn in irgendeiner Weise erwähnen werden. Es könnte die Art von Episode sein, die einen zum Lachen bringt, selbst wenn man dabei eine Träne vergießt. Bea Arthur und Betty White arbeiteten gemeinsam an der lustigen NBC-Sitcom Golden Girls, in der eine Gruppe von Frauen über 50 zusammenlebt und im Alter Humor findet. Es gab immer wieder Gerüchte über eine zwischen Arthur und White brodelnde Fehde, aber ihr Co-Star Rue McClanahan beharrte darauf, dass ihre vermeintliche Fehde letzten Endes in Wirklichkeit auf künstlerischen Differenzen beruhte. McClanahan erklärte, Bea kam aus der Sicht der New Yorker Bühne. Sie hatte immer das, was wir die vierte Wand nennen. Und Betty kam aus einer Fernsehperspektive. Sie flirtete mit dem Publikum, zog ihren Rock hoch und sagte, hallo Seemann. Aber Bea hat das Publikum nie zur Kenntnis genommen. Als Arthur 2009 starb, war White so untröstlich wie jeder eingefleischte Golden Girls Fan. Nach ihrem Tod sagte White, ich wusste, dass es wehtun wird. Ich wusste nur nicht, dass es so sehr sein würde. Ja, Arthur und White stießen gelegentlich hinter den Kulissen zusammen. Aber unter dem Strich hatten diese beiden Schauspielerinnen großen Respekt voneinander, weshalb Arthur schmerzlich vermisst wurde. Als der Disney Channel Star Cameron Boyce nach einem tödlichen Krampfanfall verstarb, war dies ein erschütternder Weckruf für seine Co-Stars. Boyce starb jung. Er war erst 20 und hätte ein erstaunliches Leben und eine erstaunliche Karriere vor sich haben sollen. Seine Co-Stars aus Descendants konnten nicht glauben, dass er tot war. Dove Cameron, die Mel spielte und Boyce als engen Freund betrachtete, sagte, sein Tod erinnere die Schauspieler daran, wie kostbar das Leben ist. Nach seinem Tod waren die Mitglieder der Besetzung von Descendants bestrebt, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Cameron erzählte E! News, he just was everything that everybody says he is. He was from someplace else. Cameron ließ sich auch ein Tattoo stechen, um sich an Boyce zu erinnern. Sie wählte ein Design mit einer Blume in einer Pistole, einem internationalen Symbol für Friedens- und Antikriegsbewegungen. Sie erklärte, dass Boyce vor seinem Tod mit einer Organisation gegen Waffengewalt zusammengearbeitet habe und wollte ihn als jemanden in Erinnerung rufen, dem der Frieden sehr am Herzen lag. Als Luke Skywalker und Prinzessin Leia haben Mark Hamill und Carrie Fisher eine Generation von Sci-Fi-Fans inspiriert, die sich in ihre Star-Wars-Figuren verliebt haben. Als das Franchise mit Das Erwachen der Macht 2005 wiederbelebt wurde, waren Legionen von Fans begeistert, sie in ihrer Rolle zurückkehren zu sehen und die Geschichte für eine neue Generation von Fans zum Leben zu erwecken. Doch als Fisher im Dezember 2016 starb, änderte sich Hamills Sicht auf die Filme. Es besteht kein Zweifel daran, dass Hamill Fisher liebte und er ihre Freundschaft ein Leben lang schätzte. Beeinflusste jedoch seine Erinnerung an Star Wars, sodass er nicht mehr viel Motivation hatte, für zukünftige Filme zurückzukommen. Hamill erzählte ABC News im Jahr 2018, rather than being sorry that we can't have more of her, I'm just grateful that we had the time with her that we did.
Tatsächlich erschien Fisher in Der Aufstieg Skywalkers mittels Archivmaterial, während Hamill einen letzten Kurzauftritt als Machtgeist von Luke hatte und damit die Skywalker-Saga nach 42 Jahren zu Ende brachte. John Ritter spielte den Vater von Kaylee Cuoco in der Sitcom Meine wilden Töchter und obwohl sie eigentlich nicht verwandt waren, kam er ihr dennoch wie eine Vaterfigur vor. Sein vorzeitiger Tod aufgrund von Komplikationen mit einer Herzerkrankung hinterließ bei ihr ein Gefühl des Verlorenseins. Und auch heute noch denkt sie die ganze Zeit an ihn. Cuoco konnte nicht glauben, dass Ritter nicht mehr da war, woraufhin die Besetzung seinen Tod in einer rührenden Episode von Meine wilden Töchter thematisierte. Cuoco machte weiterhin Fortschritte in ihrer Schauspielkarriere und bekam eine Hauptrolle als Penny in The Big Bang Theory. Doch sie vergaß nie ihre wunderbaren Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Ritter. Am 15. Jahrestag seines Todes im Jahr 2018 verriet sie, dass kein Tag vergeht, an dem ihre Erinnerungen an Ritter sie nicht zum Lachen bringen. Zugleich trauert sie bis heute um den Verlust. Ihr Big Bang Theory Co-Star Jim Parsons sagte, ich glaube nicht, dass sie jemals ohne Tränen in den Augen von ihm spricht. Sie ist emotional stabil, aber es gab definitiv eine väterliche Bindung. Als die Fans von Riverdale und Beverly Hills 90210 die Nachricht erhielten, dass der Schauspieler Luke Perry nach einem Schlaganfall verstorben war, waren sie am Boden zerstört, während sein ehemaliger Co-Star Shannon Doherty den Verlust auf einer zutiefst persönlichen Ebene erlitt. Doherty hatte mit Perry in Beverly Hills 90210 zusammengearbeitet, wo das Paar langjährige Liebesbeziehungen pflegte. Obwohl die ursprüngliche Show schon Jahre zuvor zu Ende gegangen war, war Doherty dennoch am Boden zerstört über Perrys Tod. Er hatte sie durch dick und dünn unterstützt und stand ihr zur Seite, als sie gegen den Krebs kämpfte. Als der Reboot von 90210 angekündigt wurde, hatte Doherty ursprünglich nicht vor, zurückzukehren. Sie dachte nicht, dass die Serie sie wirklich gebraucht hätte. Aber als sie die Nachricht von Perrys Ableben erhielt, hatte sie eine neue Perspektive. Sie beschloss, doch für den Reboot zurückzukehren, denn es wäre der perfekte Weg, um die Erinnerung an Perry wachzuhalten. Die Schauspielerin verriet, als Luke starb, haben sich die Dinge für mich drastisch verändert. Und ich hatte das Gefühl, dass es eine großartige Gelegenheit war, ihn zu ehren. Und ich bin wirklich froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Denn jetzt kann ich hier oben mit vielen Menschen sitzen, die ich respektiere und liebe. Traurigerweise verstarb die Schauspielerin Debbie Reynolds nur einen Tag nach dem Tod ihrer Tochter Carrie Fisher. Fans beider Frauen konnten die Nachricht kaum glauben. Und Deborah Messing, die Reynolds' Tochter Grace in der Sitcom Will & Grace spielte, wusste, dass ihr Leben nie mehr dasselbe sein würde. Von dem Moment an, als Messing Reynolds traf, war sie von ihrer mutigen Präsenz beeindruckt. Messing erzählte Entertainment Weekly, Debbie war wirklich unbeschreiblich. Sie kam auf die Bühne und war im wahrsten Sinne des Wortes groß. Sie war immer unterhaltsam, sang und tanzte und sie rannte los und machte eine One-Woman Show, 300 Tage im Jahr. Es war einfach verrückt. Messing schaute immer zu Reynolds auf und wusste, dass sie keine neuen Episoden des Will & Grace Revivals verstreichen lassen konnte, ohne sich die Zeit zu nehmen, um Reynolds zu ehren. Die Autoren schufen eine Episode darüber, dass Grace wollte, dass ihr Vater an ihrem Geburtshaus festhielt, anstatt es zu verkaufen, weil sie die Erinnerungen an ihre Mutter nicht verlieren wollte. Auch heute noch gedenkt sie Reynolds gelegentlich. Und es ist klar, dass sie die Zeit, die sie zusammen am Set verbracht haben, nie vergessen wird. Alan Rickman war für viele verschiedene Rollen bekannt, aber Millionen von Menschen kannten ihn am besten als Severus Snape aus den Harry Potter Filmen. Als er Anfang 2016 verstarb, waren die Fans der Serie untröstlich. Er erweckte diese Figur aus den Büchern zum Leben und spielte die unheimliche Rolle so gut, dass es schwer zu glauben war, dass er hinter der Kamera ein so netter und lustiger Mann war. Man nehme Daniel Radcliffe, der als Harry Potter an der Seite von Rickman aufwuchs. Radcliffe äußerte sich in einer Erklärung nach dem Tod des Schauspielers. Als Schauspieler war er einer der ersten Erwachsenen bei Potter, die mich wie einen Gleichaltrigen und nicht wie ein Kind behandelten. Die Zusammenarbeit mit ihm in einem so prägenden Alter war unglaublich wichtig und ich werde die Dinge, die er mir beigebracht hat, für den Rest meines Lebens und meiner Karriere weiterführen. Radcliffe sagte, dass Rickman ihn immer unterstützt habe, egal ob er an einem Film oder einem Theaterstück arbeitete und dass er ohne Rickmans Anleitung nicht der Schauspieler wäre, der er heute ist. Als Paul Walker bei einem Autounfall starb, verlor sein Fast and Furious Co-Star Vin Diesel einen besten Freund. Nach Walkers Tod besuchte Diesel Walkers Mutter. Ihr Haus war seine erste Anlaufstelle, nachdem er die Nachricht gehört hatte. Diesel berichtete auf Facebook, seine Mutter umarmte mich und sagte, es tut mir so leid. Ich sagte, es tut dir leid? Du bist die Mutter, die einen Sohn verloren hat. Sie sagte ja, aber du hast deine andere Hälfte verloren. Während der Dreharbeiten zu Fast and Furious 7 gab Diesel zu, dass er sehr emotional war, die Barbecue-Szene am Ende des Films zu drehen.
Tatsächlich musste er für einige Augenblicke zurücktreten, weil er einfach nicht glauben konnte, dass Walker nicht mit dem Rest der Besetzung am Set war. Diesel erzählte USA Today, ich hatte noch nie eine Barbecue-Szene ohne ihn gemacht und ich bin einfach zusammengebrochen und musste vom Set gehen, um mich zu sammeln. Das war das einzige Mal, dass ich nicht stark genug war, um mich zusammenzureißen. Die gesamte Besetzung und die Crew wollten jedoch sicherstellen, dass sie Walker während des gesamten Films eine Ehre erweisen, indem sie die Produktion mit Hilfe der Brüder des Schauspielers fertigstellten und die Geschichte mit einer rührenden Hommage an ihren verstorbenen Kameraden beendeten. Harold Ramis und Bill Murray waren ein unaufhaltsames Comedy-Duo. Sie arbeiteten gemeinsam an Filmen wie Ghostbusters und Ich glaub mich knutscht ein Elch. Und es schien, als ob sich alles, was sie berührten, in Gold verwandelt. Traurigerweise hatten die beiden einen schweren Streit bei der Zusammenarbeit an und täglich grüßt das Murmeltier. Danach sprachen sie über zwei Jahrzehnte lang nicht mehr miteinander. Manchmal gab Ramis in Interviews zu, dass er ihre Freundschaft vermisse und hoffte, dass sie eines Tages wieder Freunde sein könnten. Die längste Zeit sah es so aus, als würden sie sich nie wieder versöhnen. Doch als Murray herausfand, dass Raimi im Sterben lag, änderte sich alles. Sein Bruder überzeugte ihn, Raimis zu besuchen. Murray hörte auf ihn, woraufhin sich die beiden schließlich versöhnten. Nach seinem Tod erinnerte sich Murray an ihre vielen gemeinsamen Errungenschaften. Er meinte, Harold Ramis und ich haben zusammen die National Lampoon Show, Meatballs, Ich glaub mich knutscht ein Elch, Caddyshack, Ghostbusters und täglich grüßt das Murmeltier produziert. Er hat sich seinen Platz auf diesem Planeten verdient. Gott segne ihn. Superheldenfilme erhielten nicht immer begeisterte Kritiken, besonders nicht in einer Welt vor 2008. Doch Christopher Nolans Batman Begins-Fortsetzung The Dark Knight war eine Ausnahme. Heath Ledger spielte den Joker gegenüber Christian Bales Batman und obwohl beide Schauspieler für ihre Darbietungen gelobt wurden, stach die Darstellung des Jokers durch Heath Ledger besonders hervor. Bale hatte großen Respekt vor dem Talent von Ledger, denn er war ein wirklich begabter Schauspieler, was wohl nie deutlicher zutage trat als in Christopher Nolans bahnbrechendem Epos. Als Ledger einige Monate vor der Premiere des Films starb, war Bale am Boden zerstört. Er erzählte Parade, er war jemand, den ich monatelang täglich gesehen hatte. Es dauerte lange, bis man akzeptiert, dass jemand verschwunden ist, wenn Körper und Geist einem sagen, dass es sich um jemanden handelt, den man sehr lange kennt. Er war für mich so etwas wie ein Seelenverwandter. Bale war angewidert von der Art und Weise, wie die Medien über den Tod von Ledger berichteten und hoffte, dass die Menschen darüber hinwegsehen und seine Arbeit an The Dark Knight als eine Würdigung seines Lebens betrachten könnten. Es scheint, als wäre Bales Wunsch in Erfüllung gegangen, denn es war für niemanden eine Überraschung, als Ledger posthum einen Oscar für die Rolle erhielt. Hier geht's zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsthemen. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen.